Ja, nee, hallo, der Blumann ist wieder da und ich möchte dir heute zeigen, wie du so ein kleines, schönes Windlicht selber kreieren kannst. Ganz schlicht, einfach, schnell und schön kreiert dieses Windlicht. Ich habe da so eine kleine IKEA-Glasvase, ein kleines IKEA-Gläschen genommen, ein kleines Teelicht. Dann brauche ich dazu Föhren, Nadeln oder einfach irgendwelche Tannennadeln. Ich habe die da so weiß geglüht und ich brauche Draht und ja, so kleine, klitzekleine Birkenstände. Legen wir doch los, weil beim Blumenmann muss ja immer wahnsinnig schnell gehen, damit du einfach auch deine Ideen schnell machen kannst. Und dadurch habe ich gedacht, wickle ich da von diesem schwarz-blau geglühten Wickeldraht mal auf meine Finger ab und hoffe, dass es reicht von der Länge her für eine solche Umspielung, Umwicklung von einem kleinen IKEA-Glas. So. Ich wurde da nicht bezahlt von der IKEA-Möbelhauskette für dieses Video, aber ich finde diese Gläschen einfach mega praktisch. Ich weiß nicht, wer alles von euch auch solche kleinen IKEA-Gläser zu Hause hat. Und ja, wenn du solche hast, dann weißt du manchmal vielleicht nicht, wie du die dekorieren sollst. Und darum habe ich gedacht, zeige ich euch doch heute eine Idee mit so einem kleinen Glas. Du kannst natürlich auch ein anderes Glas nehmen. So, und haben wir diesen Klüngel ringsum gelegt. Ich mache jetzt da noch so ein paar Drähte um das Glas unten rum, sodass wir, wenn wir das Ganze tragen, können wir es so nehmen und müssen nicht Angst haben, dass der Kranz gleich fort schwebt. Ich nehme jetzt diesen Föhrennadeln, diese gewaschenen Nadeln, das sind so mit wie Puder gepuderte Nadeln und diese legen wir hier jetzt in dieses Drahtgeflecht. Da kannst du auch natürlich braune Nadeln nehmen, du kannst natürlich auch andere Nadeln nehmen. Ich habe jetzt da einfach diese gewaschenen genommen, weil es halt trendy ist, solche gewaschene Sachen zu verarbeiten. Wenn die Nadeln zu lang sind, dann kannst du diese einfach auch ganz einfach kürzen. Du kannst auch nur einfache Nadeln reinstecken. Da bist du wirklich ganz frei und kannst da flexibel schalten und walten. Es ist ein wenig eine knifflige Arbeit, aber das Coole ist, wenn du sowas mal gemacht hast, kannst du das einfach aufgestellt lassen und du hast für eine ganz lange Zeit eine ganz tolle Deko für die Weihnachtszeit, für die Adventszeit. Ja, vielleicht kannst du die sogar für die, ich sag mal, Frühlingszeit auch noch aufgestellt lassen, weil Kreationen mit Sternen, die gehen ja eigentlich immer. So, da einige Nadeln, die haben noch das Köpfchen oben drauf, andere haben das Köpfchen nicht mehr. Ich verwende da alle Nadeln, egal welche. Das geht eigentlich super prima und man kann das wirklich fix und schnell verarbeiten. Du kannst natürlich von der Menge her regulieren, wie üppig du dieses kleine Windlicht auch dekorieren willst, ob du es eher üppig machst oder eher diskret füllst. Ich finde es natürlich toll, wenn man da wirklich sich Mühe gibt, die Mühe nimmt und fast alle Nadeln, besser gesagt, fast alle Drahtgeflechtsteile einfach mal so abdeckt. Du kannst natürlich, wenn es gewindet hat oder so, mal unter einer Föhre schauen, haben wir da schöne Nadeln und ich sage mal, zu 90% wirst du auch fündig mit solchen Nadeln, die du dann brauchen kannst. Ich achte darauf, dass ich da nicht alle Nadeln in die gleiche Position stecke. Darum ist das Drahtgeflecht auch super cool, weil wir da sicher sein können, dass wir anschließend eine schöne wilde Geschichte haben, fast wie wenn wir diese Nadeln auch so wie auf das Glas geworfen hätten. Man könnte natürlich mit Sprühkleber anschließend noch
die ganze Sache fixieren. Doch, weil wir das mit dem Draht machen, ins Drahtgeflecht reinlegen, diese Nadeln, müssen wir nicht Angst haben, dass wir da Nadeln haben, die dann rausfallen. Außer man zupft natürlich an den Nadeln, dann werden diese auch rausschwubbeln. Du siehst jetzt da, es braucht seine Zeit, bis man hier was Schönes um das Glas hat. Aber eins kannst du dir sicher sein, man muss da nicht Angst haben, dass wir dass ich da schummle oder so, dass ich da extra die Zeitraffer mache, sondern ich möchte euch auch bei diesem Video zeigen, wie lange man für so eine Kreation hat. Nicht, dass es da einfach, wenn man von Hand etwas macht, so schwuppdiwupps schnell geht. Natürlich, mit der Übung geht es auch schneller und mit ein wenig Handgeschick wird man immer wie besser. Und ja, du siehst, so kommen wir schnell zum Ziel. Dadurch, dass diese Nadeln so wie gewaschen sind, musst du auch nicht Angst haben, dass es dann nach einem Jahr nicht mehr schön aussieht, dieses Windlicht, sondern das kannst du auch nächstes Jahr wieder nach vorne holen und es sieht immer noch toll aus. Ich bin da runtergekniet, damit ich da nicht am Schluss einen Rückenschaden habe. Ich mache das sonst auf einem erhöhten Tisch und ich mache es sonst auch noch auf einem schönen Sockel, damit ich da wirklich meinen Rücken schön schone. So, nun kommt noch der Heißkleber zum Einsatz und mit diesem Heißkleber können wir hier diese klitzekleinen Birkensterne montieren und mit diesen Birkensternen können wir diese Kreation so den richtigen letzten Glanz, den Sternenglanz noch verleiten. Da schaue ich darauf, dass ich da jetzt nicht zu große Sterne habe. Das sind jetzt so rund 0,5 Zentimeter, 0,5 Zentimeter große Sterne aus Birke, die da so ausgestanzt werden. Das mache ich nicht selber. Bei den Sternen achte ich darauf, dass ich oben und unten und links und nach rechts schauende Sterne nehme, dass ich da wirklich eine schöne, ausgewogene Sternenkreation dann am Schluss habe. Einige sollen etwas länger sein, einige etwas kürzer, die Nadeln, und auch die Sterne, die sollen kürzer und länger diese Kreation dekorieren. Aufgepasst, wenn man zu wenig lange die Sterne so drückt, dann hat man es plötzlich damit zu tun, dass sie so wie runterkippen und dadurch ist es manchmal von Vorteil, wenn man nicht zu schnell steckt, so wie jetzt hier, wo er da nach unten gekippt ist, sondern dass man schön lange genug schnell diesen Stern auf
die Nadel drückt. Wenn man dann jeweils sieht, oh, da habe ich noch eine Lücke oder hier bin ich nicht zufrieden, dann ist es natürlich immer super praktisch, wenn man da einfach noch schnell schaut, ah, hier kann ich noch was reinlegen oder da. Ich zähle jeweils nicht, wie viele Sterne ich da drauf montiere, aber es soll schön ausgewogen sein und dadurch machen wir da immer je nach Situation Sterne auf diese Kreation. Ui, scheiße. Ja, so hektisch wie auch die Weihnachtszeit wird, so hektisch ist es auch bei mir im Blumenladen. Und ja, du siehst, ganz einfache, schöne Gläser kannst du machen mit Naturmaterialien, mit Birkensternen und einfach ganz, ganz schnell eine Kreation machen. Ich hoffe, das hat dich inspiriert, dieses Glas so auszugarnieren, wenn du zu Hause so eins hast. Versuch's, mach's. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Kreieren. Dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Daumen nach oben nicht vergessen, Kommi nicht vergessen und dann bin ich wieder weg.